Vielen Dank, nicht nur für die Zeitdisziplin, sondern für die interessanten Ausführungen. Wir machen das jetzt so, es gibt jetzt kein kuratiertes Einkaufen, sondern eine kuratierte Diskussion, von mir kuratiert, und dann kuratierte Fragen und hoffentlich spannende Diskussion, so dass Sie uns auch sehen. Ich möchte mal zurückkommen auf das, was Sie erwähnt haben in Bezug auf Ihre Studenten. Facebook, Google, also Sie haben gesagt, mit Google haben die kein Problem. Wir hatten heute in der Früh bei unserem Schulfix eine recht kontroversielle, sehr interessante Diskussion über ein Chart, das wir gesehen haben. Und da haben wir gesehen, dass zwei Unternehmen, nämlich Google und Facebook, derzeit 61% des Online-Werbemarkts sich teilen, zwei Unternehmen. Und wenn man es auf die gesamten Werbemärkte in den Medien ausweiten, dann sind es immerhin noch 25%, die sich 18% hat Google, 7% hat Facebook. Das war vor 5 Jahren war das 9%, jetzt sind es 25%. Dann haben wir darüber diskutiert, ist es ein Problem oder ist es keines? Wir sind der Meinung gewesen, jetzt, es hat einige gegeben, die gesagt haben, ähnlich der Aussage ihrer Studenten, das ist eigentlich kein Riesenproblem, es hat das erste weltumspannende, sind weltumspannende Werbeunternehmen, vorher hat es halt in Österreich die Zeitungen und Deutschland die Zeitungen und Tausende gegeben, jetzt sind es halt ein paar. Und andere sehen aber ein massives Wettbewerbsproblem, eine Oligopolisierung, möglicherweise Monopolisierung des Werbemarktes. Ist es ein Problem oder ist es keines? Sowohl als auch. Und zwar deshalb, weil es zum einen vom Marktprinzip her kein Problem ist. Was passiert ist, ist, dass es früher einen alten Markt gegeben hat für Werbung, der preisbasiert war im Wesentlichen. Denn unter uns gesagt, wenn Ihnen eine Werbeagentur, und ich habe früher als Unternehmer mit Werbeagenturen viel zu tun gehabt, wenn Ihnen eine Werbeagentur sagt, schalten Sie, machen Sie eine Einschaltung im Kurier, die kostet Ihnen ein Achtel Seiten so und so viel, und dann haben Sie diese Reichweite und das sind die Mediendaten, das sagt Ihnen überhaupt nichts, ob Sie eine Rückmeldung bekommen, ob Sie das je rechnet, was Sie da reinstecken oder nicht. Und am Schluss vergleichen Sie maximal Reichweiten und Preis miteinander. Eine sehr krude, ineffiziente Methode. Und Sie wissen überhaupt nicht, kein Feedback, ob das funktioniert hat oder nicht. Das ist ein schlecht funktionierender, ineffizienter Markt, der dazu geführt hat, dass es Qualitätsmedien in Österreich gibt. Okay? Interessante Erklärung. Also das heißt mit anderen Worten, wir alle haben, die Unternehmen haben Zeitungen subventioniert, indem sie ineffizient für Werbung gezahlt haben. Jetzt zahlen sie nicht mehr ineffizient für Werbung, jetzt gehen sie auf Facebook oder Google, da haben sie viele unterschiedliche Dimensionen, die sie auswählen können. Sie können die Zielgruppe exakt bestimmen, und zwar beeindruckend exakt, schockierend exakt. Da ist der Preis gar nicht mehr das Wichtige, sondern die Rahmenbedingungen, also welche Zielgruppe, welche demografische Zielgruppe will ich haben. Und insofern ist der Markt effizienter. Das Problem entsteht nur dann, wenn es nur diese beiden Plattformen gibt und andere Plattformen keine Chance mehr haben, weil diese Plattformen alle Daten haben und deswegen aus den Daten ständig neu lernen können, also ihre Innovationskraft aus den Daten beziehen, was sie tun, Google und Facebook, und ein neuer Mitbewerber überhaupt keine Chance hat. Und damit habe ich dann plötzlich ein Oligopol dieser Werbeplattformen, die in sich effizient sind, aber die dann so eine Marktmacht bekommen können, dass sie irgendwann einmal dazu übergehen könnten, diese Position im Markt auch negativ auszuüben. Da würde ich jetzt gerne anschließen. Einerseits völlig richtig, wird treffsicher geworben, kennen alle von uns, man schaut sich irgendwas an und liest dann irgendeinen Zeitungsbericht online und dann sieht man dem Werbefenster, poppt das auf und sagt, nein, das ist eigentlich super, es ist fast ein bisschen spooky, und es wird treffsicher beworben. Jetzt hat der Freddy Reiter, weil ich ihn da gerade sitzen sehe, unlängst einmal Bilanzen ausgewertet und uns geschickt, dieser Unternehmen. Und da sieht man dann schon noch einmal was Erstaunliches. Die sind nicht nur sehr treffsicher in ihrer Werbung, sondern auch wahnsinnig finanzstark mittlerweile. Also Facebook hat 28 Milliarden Dollar Umsatz,
14,7 Milliarden Dollar Gewinn. Also das ist eine Umsatzrendite, die ein Wahnsinn ist. Und ja, wo der Freddy Reiter mal richtig darauf hingewiesen hat, Apple, und könnte man es alle aufzählen, ja, sie schnupfen alle dieser Konkurrenten, wenn sie wollen, weil sie, es gibt ja Geld, wie wir wissen, ist derzeit ja nicht so leicht zu veranlagen, die können kaufen, wen sie wollen, und ja, es fällt nicht einmal auf. Ja. Wie soll da, also wenn Sie dann sagen, okay, die müssen Daten teilen, ja, wie soll da jemals ein wettbewerbsorientierter Markt entstehen? Wenn Sie Daten teilen müssen? Nein, wenn die alle kaufen können, wie sie es wollen, weltweit, sie können jeden Konkurrenten aufkaufen. Alles, was an Innovationen steht, können Sie sofort schnupfen. Sie haben einen wahnsinnigen Vorsprung in dem, was Sie schon machen. Also Sie haben einen Vorsprung in der Entwicklung, Sie haben einen Vorsprung mittlerweile in der Finanzkraft. Mhm. Wie kommt man da raus? Also ein bisschen sehen wir das schon in der Europäischen Union, gibt es ein paar Beispiele. Eines davon ist Ihnen allen bekannt, das ist die Rufnummernportabilität. Also das heißt, dass wenn Sie einen Mobilfunker wechseln, Mobilanbieter wechseln, dann können Sie Ihre Rufnummer mitnehmen. Bis zur Direktive der Richtlinie der Rufnummernportabilität waren alle Mobilfunker in Europa davon überzeugt, dass die Nummer Ihnen gehört. Und dann hat die Europäische Union Sie enteignet. Anders kann man das nicht formulieren. Sie hat gesagt, du darfst nicht diese Rufnummer haben, die gehört dem Kunden und der Kundin. Und dann ist plötzlich eine Dynamik in dem Markt entstanden. Im kommenden Jahr wird es für Bankdienstleistungen zutreffen. Da gibt es eine neue Verordnung der Europäischen Union, wo man, wenn man Konten wechselt, also den Bankdienstleister wechselt, die Möglichkeit haben muss, alle Informationen über Abbuchungsaufträge und über Daueraufträge in einem Standardformat absaugen zu können und dann beim neuen Dienstleister reingeben zu können. Auch das ist nichts anderes als eine Enteignung von Daten. Also da sind sozusagen Leute gezwungen worden, Unternehmen gezwungen worden, Daten, wenn der Kunde das will, anderen zur Verfügung stellen zu müssen. Insofern tun wir das bereits, dieses Datensharing, dieses aufgezwungene Datensharing, das tun wir. Im Bereich der Rufnummernportabilität hat das funktioniert. Wird das, wenn man das generell macht, auch funktionieren? Das weiß ich nicht genau, aber was ich weiß ist, dass, weil die Zukunft sozusagen immer schwierig ist, aber was ich weiß ist, dass kleine Startups überproportional viel von den Daten profitieren, die sie bekommen würden. Und damit die Innovationskraft zurückbekommen. Einer der zentralen Probleme derzeit ist, dass Innovation im Gegensatz zu früher, wo Innovation aus menschlicher Idee gestammt hat, im Moment Innovation vor allem aus Daten generiert wird. Und wenn ich diese Daten als Rohstoff der Innovation anderen zugänglich mache, dann können die auch innovativ sein. Aber wer entscheidet, welche Daten man zur Verfügung stellt? Ja, das progressive Daten-Sharing-Mandate, das wir dann ausbauen im Buch und ziemlich erläutern, das würde im Wesentlichen bedeuten, dass je größer der Marktanteil eines Unternehmens ist, desto mehr proportional muss ich von meinen Daten Mitbewerbern zur Verfügung stellen. Ich glaube, der Herr hat eine wichtige Frage. Der Herr Professor Marin und der Herr Hammer kommen sofort dran. Sie können es aber, machen wir es so. Lösen wir es auf. Sie kriegen ein Mikrofon. Die Unternehmung wurde da hier enteignet. Man könnte natürlich auch so sehen, dass wir alle vom Telebanking bis zum Ding zuerst einmal enteignet wurden und viele Stunden, Wochen, Monate, Jahre Arbeitszeit in diesen Masken, Menüs und so weiter stecken. Und die Frage ist, Eigentumstitel. Also der Eigentumstitel geht an die Institution, für die ich unter Anführungszeichen viele unbezahlte Arbeit geleistet habe. Und man kann natürlich sagen, ich möchte das teilen. Was Sie beschreiben ist eigentlich, ich habe ein First-Mover-Advantage. Da gibt es ein paar Unternehmen, die waren schlau, haben vorausgeblickt und haben nach dem Matthäus-Prinzip, wer hat, dem wird gegeben, exponentielle, also diesen First-Mover-Advantage kann ich wahrscheinlich fast nie wieder einfangen oder durch nur extrem progressive Datensharing-Pflichten. Die Frage ist, wo bleiben wir Konsumenten und nicht nur die Mitbewerber sozusagen am Markt, die Teil dieses dann... Ja, also ich verstehe die Frage total.
das Wort Enteignung, das würden dann die Mobilfunker in den Mund nehmen, wenn man sie über die Rufnummernportabilität fragt. Natürlich sieht es der Kunde anders, der sagt, ich habe, also insbesondere bei den Bankinformationen, das schon zur Verfügung gestellt. Für mich ist es weniger, und da glaube ich, sind wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung, weniger eine First-Mover-Advantage, weil dagegen habe ich nichts. Die First-Mover-Advantage finde ich richtig und wichtig. Das ist die Advantage, die man kriegt, wenn man die gute Idee hat. Sondern das Problem ist, dass im Moment die Innovation nicht mehr aus der guten Idee herauskommt, sondern aus den Daten generiert wird. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Selbstfahrende Autos bei Google. Das Beispiel, das darf ich ein bisschen ausformulieren, mit den Zäunen. Alle großen Autohersteller haben selbstfahrende Autos, das ist überhaupt kein Problem. Ein typischer europäischer Autohersteller, dessen selbstfahrendes Auto fährt oder fuhr im Dezember 2015 200 Kilometer weit, bis ein menschlicher Eingriff notwendig war, im Schnitt. Zur gleichen Zeit fuhr das Google-Auto 2000 Kilometer weit, also etwa 10-mal mehr. Warum? Weil Google sehr viel mehr Daten pro Kilometer beim selbstfahrenden Auto sammelt. Die Autohersteller haben wenige Sensoren verbaut, haben auf die Kosten geschaut. Google hat nicht auf die Kosten geschaut, gegen Innovation optimiert, wahnsinnig viele Sensoren verbaut. Jetzt haben die Autohersteller Ende 2015 gesagt, da müssen wir was dagegen tun, das ist ganz wichtig, da geht uns die Innovation verloren. Wir müssen mehr Sensoren verbauen, haben sich bemüht, mehr Autos auf die Straße zu bringen, haben einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. In einem ganzen einen Jahr alleine haben sie sich um 33% verbessert. Fahren jetzt 300 Kilometer weiter. Google fährt 8000 Kilometer weit. Hat sich 400% im gleichen Zeitraum verbessert. Warum? Weil die aus den Daten für jeden Kilometer, den sie fahren, jeden Meter, den sie fahren, lernen. Und damit ist sozusagen, sind die Daten jetzt die Quelle der Innovation und nicht mehr der Mensch. Und damit wird die First-Mover- Problematik viel schlimmer, weil es nicht mehr nur die menschliche Idee die erste ist, die zählt, sondern weil davon abgeleitet jedes große Unternehmen immer innovativer wird. Und jetzt überlegen wir uns, was Innovation eigentlich war. Innovation war der große Gegenpol zu Skaleneffekten und zu Netzwerkeffekten. Skalen- und Netzwerkeffekte haben dazu geführt, dass größere Unternehmen immer besser produzieren können. Was war die Hoffnung, die wir gehabt haben, dass einer eine bessere Idee hat und als kleiner Startup den Großen sagt, wo der Bartel den Most herholt? Hat er gut funktioniert? Hat super funktioniert. Aber jetzt haben die Großen die Innovation aus den Daten und der Kleine kann nicht mehr mithalten. Und damit ist die Innovationskraft nicht mehr der Gegenpol von Skalen- und Netzwerkeffekten, sondern verstärkt Skalen- und Netzwerkeffekte noch. Und deswegen müssen wir gegensteuern. Und zwar an der Ressource, an der sich die Innovation anknüpft, und das sind die Daten. Also das ist quasi das Data Sharing. Ist genau. Ein, und das ist es dann? Nein, das geht noch viel weiter. Aber nein, das geht so weit. Also im Buch entwickeln wir nicht nur das Data Sharing Mandate, sondern überlegen, ob man daraus nicht auch eine Datensteuer machen könnte, eine progressive Datensteuer, die nicht nur Mitbewerbern zur Verfügung steht, sondern auch der Gemeinschaft an sich. Denn auch das ist ja immer so eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage. Wenn ich meine Gesundheitsdaten zur Verfügung stelle, damit ein Pharmaunternehmen ein besseres Medikament entwickeln kann, wem kehrt das dann am Ende nicht? Dann könnte man über das Data Sharing Mandate sagen, okay, dann können andere Pharmafirmen auch davon profitieren, das ist auch wichtig, aber am Schluss sind das ja auch meine und ihre und ihre und ihre Gesundheitsdaten, da sollte ja vielleicht dann auch die Gemeinschaft davon profitieren, und das würde über eine partielle Datensteuer, also eine Steuer, die in Daten gezahlt wird, abgegolten werden können. Das würde für manche Unternehmen gar nicht so schlecht sein, im Gegensatz zu einer finanziellen Steuer, weil wenn man in Geld zahlt, ist Geld weg. Aber wenn man in Daten zahlt, kann man mit den Daten selber auch noch was tun. Wo wären die dann steuerpflichtig? Na, bei uns natürlich. Aber da haben Sie recht. Das ist einer der. Das können wir nicht. Diese Frage können wir nicht beantworten, denn die Frage ist eigentlich schon beantwortet. Natürlich gibt es eine Steuerpflicht und
Die Durchsetzung dieser Steuerpflicht scheitert primär an den Regierungen und den Staaten, die nicht bereit sind, ihre Schlupflöcher zu schließen. Das haben wir, manchmal gelingt es jetzt im Übrigen, also der Double Dutch haben wir ja weg, aber die Kanalinseln, die müssen wir jetzt noch ein bisschen erobern. Aber mit Brexit wäre das ja eine Möglichkeit, da könnte man sie ja endlich wieder mal zurückholen. Aber es wird ja immer jemand finden, der sagt, na, bei uns, so sind ja auch die ganzen Lizenzen nach Holland gewandert. Ja, oder sonst wo. Kann ja, ich sagen, super Frage. Machen wir das dann. Super Frage, spannende Geschichte. Das ist diese Frage nach dem Race to the Bottom. A regulatory race to the bottom oder das, dass wenn sozusagen die Staaten miteinander in Wettbewerb stehen, dass dann sie mit der Zeit immer weniger regulieren, immer mehr Steuernachlässe geben etc., um die Firmen zu sich zu holen. Da ist was dran, aber empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass das Race to the Bottom, das man da beschreibt, sehr, sehr viel weniger oft tatsächlich in der Praxis eintritt, als wir glauben. Weil Unternehmen nicht nur den Firmensitz nach dem Steuersystem beurteilen, sondern auch, wie einfach das Geld rein und raus transferiert werden kann, wie sicher dieser Hafen dort ist, ob es dort entsprechende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die das durchführen können, etc. etc. Also das heißt, Facebook und Apple sind ja nach Irland gegangen, weil die Steuer günstig war, aber es war auch so, dass es dort günstige Arbeitskräfte gegeben hat, die Englisch gesprochen haben und die relativ gut ausgebildet waren. Und das war halt zum Beispiel in Ostanatolien nicht so einfach. So, wir machen jetzt die Runde offiziell auf für Fragen. Zuerst der Herr Dr. Hammer, dann der Herr Reiter. Danke für den interessanten und lebhaften Vortrag. Sie werden sich nicht wundern, dass ich ein bisschen Probleme habe mit der Definition von Geld. Natürlich ist Geld Information, weil es immer, schon vor 7000 Jahren, als der erste Tonscherben beschriftet wurde mit "Ich habe dir meine Ernte sozusagen geliehen, weil du keine gemacht hast." Also das war die erste Funktion des Geldes. Ich glaube vielmehr, dass wir in unserer Diskussion jetzt eigentlich dem Kern der Dinge viel näher kommen, nämlich der Mensch ist ein Wesen, das Werkzeuge erfunden hat. Das Geld ist nichts anderes als das abstrakteste Werkzeug, das der Mensch erfunden hat. Hat der Georg Simmel so schön geschrieben in seiner Philosophie des Geldes. Und die Weiterentwicklung dieses Werkzeuges hängt mit all dem zusammen, was auch sonst in unserem Leben, in unserem gesellschaftlichen und auch persönlichen Leben passiert, nämlich die Weiterentwicklung unseres Gehirns. Also ich sehe den Weg von der Erfindung des ersten Werkzeuges, des Knüppels, bis zur heute schon, Sie haben das selbstfahrende Auto erwähnt, aber der allgemeinere Begriff wäre Artificial Intelligence und da stocke ich schon. Also wir haben das alles, wenn ich Faust zitieren darf, also studiert von A bis Z, aber hier stehen wir als arme Toren und wissen nicht, wie es weitergeht. Denn was soll eigentlich noch werden? Was Sie sagen, ist nichts anderes als ein Schritt. Der Schritt vom Kapital zum Digital war auch nur ein Schritt. Der Schritt vom Digital wird wohin führen? Welcher Wert wird stabil sein? Vielleicht der Bitcoin-Wert? Das glaube ich eigentlich kaum. Also ich meine, ich sage das jetzt zynisch. Wir Eine brauchen, Frage bitte, Herr Doktor. Bitte? Die Frage. Worauf wollen Sie hinaus? Ich wollte einen kurzen Beitrag leisten, aber keine wirkliche Frage stellen. Wenn Sie darauf eingehen wollen, dann auf das, was ich gesagt habe, ob es Ihnen passt oder nicht. Vielen Dank. Ich möchte ganz was anderes tun. Ich möchte Ihnen heute abends danken, lieber Herr Dr. Hammer. Sie wissen nämlich nicht, dass Sie mich ein wenig verursacht haben. Und zwar, das ist jetzt unglaublich lange her, nämlich 36 Jahre. Vor 36 Jahren bekam ich für mein erstes Softwareprodukt den Großen Österreichischen Jugendpreis, den Sie mir verliehen haben. Und
Da eben. Und jetzt hätte ich länger reden lassen müssen. Genau. Und ich möchte mich gerade auch in dieser Runde sehr herzlich dafür bedanken. Das war etwas, das mir damals einen Impuls gegeben hat und mich motiviert hat und encouragiert hat, mich weiter damit zu beschäftigen. Und es war ja gut investiertes Geld, das ist ja aus was mir was wert. Die Frage war allerdings, wohin geht das? Wohin geht das? Das ist eine, sozusagen den Endpoint zu entwerfen oder zu entwickeln. Das ist natürlich schon eine spannende Frage, wobei wir bei der Entwicklung des Endpointes nicht vergessen dürfen, dass das, was in the long run passiert, das ist die Frage, was passiert in the long run, heute für uns vielleicht morgen und übermorgen gar nicht so relevant ist. Die Ökonomen sagen ja, in the long run it equals out, und dann sagt der andere, in the long run we're all dead. Also das muss Sie waren eben so lange an der LSE. Genau. Für mich ist die ganz entscheidende Herausforderung jene, was denn für uns Menschen denn eigentlich unser Alleinstellungsmerkmal sein wird in 10 oder 20 oder 30 Jahren. Denn wir wissen heute schon, schwerer heben ist nicht das Alleinstellungsmerkmal oder schneller rechnen. Und wahrscheinlich auch in 20 oder 30 Jahren nicht mehr rationaler entscheiden. Das heißt, was ist dann noch unser Alleinstellungsmerkmal? Und da könnte man jetzt sagen, naja, also vielleicht kreativ zu sein, verrückt zu sein, irrational zu sein, unvorhergesehen zu sein, das, was man als Radical Innovation bezeichnet, zu denken, als etwas ganz Neues und nicht nur etwas, das sich aus dem schon Bestehenden herausrechnet und abwandelt. Wenn das unsere USP ist, wenn das unser Alleinstellungsmerkmal am Tisch der Evolution ist, dann würde ich sagen, dann müssten wir aber ganz dringend über Veränderungen im Bildungssystem sprechen, damit wir genau diese Qualitäten, die unser Alleinstellungsmerkmal denn ausmachen, auch entsprechend fördern. Das sehe ich im Moment in der Bildung nicht. Sprechen würden wir schon länger drüber über die Veränderung. Ja, das stimmt, aber Herr Reifer, 200 Jahre. Ja. Herr Professor Schönberger, die großen Internetfirmen, die alle jung sind, sind Typen von Unternehmungen, wie wir sie noch nie gesehen haben. Noch nie gesehen haben. Und zwar aus mehr als einem Grund. Nicht nur, dass sie ungeheuer wachsen, nicht nur, dass sie eine ungeheure Ertragslage haben, nicht nur, dass sie überhaupt keine Schulden haben, sondern sie sind an einem Punkt der Wirtschaft tätig, im Digital, dass eine derartige Querschnittstechnologie ist, die sozusagen in alle anderen Branchen eindringen wird. Und zwar auch in die Produktion, in die Märkte. Ihr Beispiel, wo Sie zeigen, dass sich Innovation mit der Economy of Scale verbindet, dass sozusagen die Großen noch besser, noch stärker, noch schneller werden. Sie zeigen es an dem Beispiel von automatisierten Autos. Das könnte man für Produkte aller möglichen Branchen zeigen. Also die Welt, die hier herankommt von Firmen, deren Gewinne pro Beschäftigten in den letzten 10 Jahren höher gewesen sind als bei den großen europäischen Industrien, die Umsätze pro Beschäftigten. Die Gewinne der großen Internetfirmen pro Beschäftigten sind um einiges höher als die Umsätze pro Beschäftigten der konventionellen Industrien. Ich persönlich bin nicht in der Lage, mir mit größter Fantasie vorstellen zu können, wohin das führen wird. Ja, also da ist ganz viel Wichtiges da dran. Wir schreiben im Buch auch sehr intensiv über genau dieses Phänomen, dieser sogenannten Superstar-Firmen. Wenn Sie sich vorstellen, was das für Superstar-Firmen sind, dann ist es also die GAFAs, die Google, Amazons, Facebooks und Apples, dann gehört noch Netflix dazu und Uber vielleicht und so weiter. Aber wenn Sie sich das anschauen, Airbnb, was sind das alles? Das sind datenreiche Marktmacher. Wo macht Apple das meiste Geld? Das ist in Wirklichkeit durch das iPhone und durch das Ökosystem, das mit dem iPhone entsteht, also dem App Store. Der App Store ist nichts anderes als wie Angebot und Nachfrage datenreich zusammenzuführen. Spotify genau dasselbe.
Airbnb dasselbe, Uber dasselbe, Angebot und Nachfrage datenreich zusammenzuführen. Google macht es im Bereich und Facebook macht es im Bereich der Anzeigen, haben wir gerade gehört. Das heißt, hier sehen wir, dass das, was ich an datenreichen Märkten beschreibe, diese Firmen internalisiert haben. Die haben gesagt, wir machen das nicht am Markt draußen, wir machen einen eigenen, unseren Markt auf, wir machen einen Marktplatz auf, in dem wir genau diese Dienstleistung anbieten. Und das führt dazu, dass sie zu Superstar-Firmen werden. Wir haben mittlerweile empirische Arbeiten, die sehr eindeutig sind und die Unglaubliches sagen. Habe ich die 2 Minuten? Ja. Den Piketty, den Thomas Piketty kennen Sie alle, der ganz stark herausgestellt hat, dass die Disparität, die Einkommensschere größer geworden ist, die Ungleichheit größer geworden ist. Und einer der wesentlichen Argumente des Piketty war unter anderem, dass der Labor Share, der Arbeitsanteil, der Anteil an Arbeit am Bruttonationalprodukt gesunken ist. Das heißt, die Leute arbeiten hart, aber sie kriegen weniger vom Bruttonationalprodukt zugeschrieben. Und zwar in allen Industrienationen, besonders stark in Österreich, aber in allen Industrienationen. Und dann hat man gesagt, ah, das ist ein Zeichen dafür, da muss das Kapital verdient haben. Und im letzten Jahr, in diesem Jahr, gibt es die ersten sehr, sehr eindrücklichen empirischen Untersuchungen dazu und die zeigen, dass der Anteil des Kapitals am Bruttonationalprodukt noch stärker gesunken ist als der vom Arbeiten. Noch stärker gesunken ist. Und das heißt, nicht nur die Arbeiterinnen und Arbeiter kriegen nicht ihren Anteil am Bruttonationalprodukt, sondern auch das Kapital, die Geldgeberinnen und Geldgeber kriegen ihren Anteil nicht. Die Aktionärinnen und Aktionäre kriegen ihren Anteil nicht. Ja, wo ist denn das Geld dann hin? In übertrieben hohe Gewinne einiger ganz kleiner Unternehmen. Superstar-Unternehmen, da wird Auster drüber geschrieben, viele andere, die überproportional viel an Profit einstreichen. Das einzig Beruhigende an der Situation ist, sobald die einmal den Profit gemacht haben, können sie damit nicht wirklich mehr was anstellen. Weil, wenn sie es investieren, kriegen sie auch wieder weniger zurück. Das heißt, da sind sie in der gleichen Bredouille wie alle anderen Geldgeber drinnen und kriegen nicht die Rendite, die eigentlich dem Kapital zustehen könnte. Aber die haben alle 500 Startups und können sich vorstellen, welches Potenzial. Das ist die einzige Hoffnung, aber das kriegen sie nur. Aber das gelingt nur, wenn sie dann unter diesen Startups einen oder mehrere Superstars haben, die sie selber hochziehen können. Und Google, im Alphabet von Google, wie das ja so schön heißt, ist es bisher noch nicht wirklich gelungen, eine große Sparkasse zu schaffen. Und bei Facebook, obwohl sie viel zugekauft haben, ist es bisher auch nicht gelungen. Das sollte uns ein bisschen freuen. Es ist nicht ganz so einfach, das zu schaffen. Denn das Dümmste, was sie tun können, ist jemanden bei Google fragen, wie seid ihr so erfolgreich? Weil der sagt ihnen, ja, das würde man auch gern wissen. Sie warten schon relativ lang. Sie kriegen ein Mikro. Ja, ich habe einen Einspruch zum Thema verpflichtendes Data Sharing. Sehr gut. Wir befinden uns hier in einem liberalen Umfeld, wenn ich das richtig verstanden habe, Berg in der Austria. Und, das geht in Österreich relativ schnell. Ja. Also da eine staatliche Zwangsmaßnahme vorzuschlagen, um gewisse wirtschaftspolitische Probleme zu lösen, ist, finde ich einmal, das sollte man diskutieren, ob das wirklich gerechtfertigt ist. Nicht? Und Sie rechtfertigen es ja damit, dass Sie sagen, da gibt es Unternehmen, die sind so groß und so mächtig und die wird man nie mehr einholen. Nicht? Wobei, aus der Geschichte heraus würde ich sagen, sowas hat es noch nie gegeben. Mit Ausnahme vielleicht der katholischen Kirche, die sich jetzt seit 2000 Jahren jetzt ganz vorne hält. Aber ansonsten haben wir, selbst wir, alle unsere Lebenszeit, viele Unternehmen erlebt, von denen man gedacht hat, die haben eine so derartige Marktposition, die wird man nie mehr einholen. Ja. Nicht? Kodak, ja. IBM, ja, Nokia, ja. You name it. Ja. Nicht? Ja. Also warum glauben Sie, dass gerade jetzt was da ist, was es noch nie gegeben hat? Ich würde sagen, ist nicht so. Ja. In 10 Jahren wird Facebook eines unter vielen sein und es wird ganz andere vorne sein. Ganz wichtiger Punkt, weil
die Quelle der Innovation sich verändert hat. Die großen Unternehmen in der Vergangenheit sind dann unter Druck gekommen, wenn jemand, wie der Schumpeter sagt, mit einem besseren Produkt, mit einer besseren Produktionsmethode oder mit einem interessanteren Nischenmarkt reingefahren ist und die Creative Destruction durchgeführt hat. Wenn aber diese Innovation aus den Daten stammt, dann haben die großen Unternehmen plötzlich diese Innovationskraft. Ja, aber das tun die auch. Die Google-Leute, ich könnte da jetzt eine gute halbe Stunde extemporieren, was die Google-Leute alles mit ihren Daten machen. Das ist ziemlich beeindruckend, was die mit und wie oft die Daten verwenden, insbesondere wenn man es mit kleinen oder mit anderen Mitbewerbern vergleicht. Das hat sich verändert. Und deswegen muss man sich überlegen, was sozusagen der Gegenpol, der Gegenkraftpol jetzt zu Skalen, Netzwerk und Innovationseffekten ist, weil der Innovationseffekt es nicht mehr wie früher sein kann. Zweiter Punkt, dass Markt Regeln braucht, ist eine liberale Position, nämlich die Position des Ordoliberalismus, der ich angehöre. Ich bin ein Ordoliberalist. In der klassischen Eucke'schen Schule. Also wenn Sie glauben, der Markt braucht keine Regeln, dann unterscheiden wir uns in diesem Punkt ganz klar. Mein Ausgangspunkt ist, ich möchte sicherstellen, dass unsere Märkte kompetitiv bleiben und ich möchte sicherstellen, dass wir keinen Single Point of Failure in unserer Gesellschaft und in unserer Wirtschaft haben. Und das kann ich nur durch Vielfalt. Und dann muss ich Vielfalt irgendwie schaffen. Und über Verhaltensregeln, wie das klassische Wettbewerbsrecht das macht, oder über Zerschlagungen, wie es ein neueres Wettbewerbsrecht macht, glaube ich nicht, dass wir zielgerichtet den Nutzen erreichen, ohne viel Schaden anzurichten. Und ich glaube, das Data-Sharing-Mandate, das progressive Data-Sharing-Mandate, erreicht ein Ziel mit vergleichsweise geringem Schaden. Aber darüber lässt sich gut streiten. Bitte gleich das Mikrofon weiterzureichen. Und dann gehen wir nach hinten. Also ich bewundere Ihren Optimismus und auch Ihren Enthusiasmus in dieser digitalen Marktgeschichte. Möchte aber doch aus meiner Sicht auf das große Risiko hinweisen, dass wenn Sie sagen, einerseits, ja, wir könnten ja einen Teil dieser gesammelten Daten abziehen und zur Verfügung stellen, was ist eigentlich, wenn das so ein Riesenwert ist, und das verstehe ich, wenn Sie das sagen, was ist eigentlich mit der Gefahr, dass ein, sagen wir mal, autokratisches System die ganzen Daten abzieht und sich zunutze macht? Jetzt einmal Alibaba jetzt von mir aus in China oder etwas Ähnliches. Ja. Ist das Ende der Demokratie? Ja. Und das Nächste, diese Entscheidungshilfen, die Sie uns geben, ja, im Gegensatz zu dem schönen alten Markt, wo wir halt selber unsere Augen und unsere Sinne verwendet haben und eben den Preis hatten als einziges, diese Entscheidungshilfen sind ja eine extreme Manipulationskraft. Ist das nicht eine Riesengefahr, wenn ich mir das nehme? Okay, zwei wesentliche Punkte hier. Das eine ist, wir sind sehr viel manipulierbarer als Entscheidungsträger, wir Menschen, als wir glauben. Und zwar dramatisch. Das heißt, wir werden ständig manipuliert. Jeden Tag werden wir manipuliert. In jeder unserer Transaktionsentscheidung werden wir manipuliert. Zu glauben also, dass und unseren menschlichen Entscheidungsprozess so zu überhöhen und zu sagen, da wäre jegliche Delegation an digitale Entscheidungsassistenten problematisch, weil die uns manipulieren könnten. Wir werden ohnehin schon manipuliert. Die wirkliche Gefahr meines Erachtens besteht nicht im Entscheidungsassistenten selbst, sondern in einer fehlenden Vielfalt von Entscheidungsassistenten. Wenn ich mir am Arbeitsmarkt aussuchen kann, wer meine Assistentin oder mein Assistent wird, und dann kann ich mir den nehmen und dann funktioniert das oder es funktioniert nicht und ich kann mir dann einen neuen suchen, dann ist es okay. Wenn ich aber einen staatlichen Entscheidungsassistenten zugeteilt bekomme, dann habe ich ein Problem. Da brauche ich gar keinen digitalen. Sondern quasi die Arbeiterkammer des Digitalen. Das haben Sie. Ja. deshalb ist die Vielfalt bei den Entscheidungsassistenten so von zentraler Bedeutung. Gelingt diese Vielfalt nicht, dann haben
autokratische Regime ein absolut unglaubliches Mittel der Manipulation an der Hand. Und zwar nicht nur, denken Sie bitte nicht an China jetzt. Der Richard Thaler hat gerade den Nobelpreis bekommen für Wirtschaftswissenschaften, also den sogenannten Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen. Und der hat mit dem Cass Sunstein gemeinsam die Bücher zum Nudging geschrieben. Nudging ist so die Möglichkeit, die Menschen zur richtigen Entscheidung zu überzeugen, indem man so ein bisschen das Umfeld der Entscheidung auf eine gewisse Art und Weise konstruiert. Nudging für mich ist genauso der Versuch, nicht in autoritären Staaten, sondern in durchaus demokratischen Staaten, die Menschen in ihrem Verhalten zu beeinflussen. Und das, was der Sunstein und der Thaler als positiv hindern, weil es im Bereich der Gesundheit, des Rauchens und so weiter bessere Entscheidungen bringt, kann natürlich auch verwendet werden, um die Menschen gleichzuschalten. Und dafür gibt es in der Geschichte im Übrigen Beispiele, das heißt Synco aus dem Chilenischen unter Salvador Allende. Dort ist es zum ersten Mal versucht worden, genauso etwas zu machen, im Übrigen auch mit Computern und künstlicher Intelligenz. Das ist damals gescheitert, weil die Computer noch nicht gut funktioniert haben. Auch dazu schreiben wir im Buch Kapitel 8 ausführlich und malen genau diese Gefahr an die Wand. Die Gefahr für mich ist, dass wir ein System haben, in dem es keine Vielfalt an Entscheidungsassistenten gibt und dann ein Single Point of Failure entsteht, der noch dazu von staatlichen oder halbstaatlichen Stellen verwendet wird, um uns alle in unseren Entscheidungen gleichzuschalten. Und das wäre die größte Katastrophe. Was Herr Prinz anspricht, ist natürlich nicht nur auf Staaten gemünzt, sondern gleichgeschaltet könnten wir auch von Google werden. So ist es. Herr Lengle, und dann sind Sie da und dann der Herr Veit und dann gehen wir wieder auf diese Seite. Wenn ich Ihrem Vortrag zugehört habe, ist mir die Stimmung aufgekommen, ich muss eigentlich meine Daten hergeben, damit ich was zurückkriege, was mich berücksichtigt. Mhm. Was ist jetzt aber, wenn die Daten in falsche Hände geraten, zum Beispiel mein Hautkrebsbild zum Arbeitgeber, Thema Privacy? Ja. Ich glaube, dass wir, und auch darüber schreiben wir im Buch sehr ausführlich, ich glaube, dass wir einen anderen Datenschutz brauchen. Im Moment basiert der Datenschutz vor allem in Europa auf Einwilligung. Das heißt, Sie willigen ein. Das ist die Theorie, die Praxis ist, Sie drücken OK. Macht hier, ich möchte es eh gar nicht lesen, weil das ist so furchtbar, was da drinnen steht. Und niemand liest es. Wenn Sie nur die Datenschutzbestimmungen der 10 größten Internetanbieter lesen würden, würden Sie über 200 Stunden lesen. Also das macht ja niemand. Alle klicken OK. Das ist natürlich keine echte Zustimmung, aber diesen Mythos belassen wir dort, wo er ist. Das, glaube ich, wird kein Vertrauen schaffen. Sie haben das angesprochen. Was ich deshalb glaube, ist, dass wir den Datenschutz auf die Verwendung der Daten ummünzen müssen. Das heißt, die Verwendung der Daten muss entsprechend ethischen und moralischen Richtlinien entsprechen. Sie muss verantwortungsvoll erfolgen. Und wenn Sie das und soweit das passiert, ist die Verwendung der Daten in Ordnung. Und wenn das nicht mehr passiert, dann muss die Verwendung der Daten unterbunden werden, unabhängig davon, ob Sie ja oder nein gesagt haben. Das machen wir im Übrigen in vielen anderen Bereichen unseres täglichen Lebens ständig, wenn eine Situation komplex wird. Sie gehen ja auch nicht jetzt auf den Naschmarkt mit einem kleinen Chemielabor in der Westentasche und prüfen dort, ob die Sachen, die dort angeboten werden, dem Lebensmittelgesetz entsprechen oder nicht. Sie gehen davon aus, dass das dem Lebensmittelgesetz entspricht, weil es Kontrollen gibt. Die mag nicht immer perfekt sein, aber im Wesentlichen funktioniert das. Und so ist es beim Sicherheitsgurt im Auto und so ist es bei der Überprüfung des Fahrstuhles. Sie überprüfen den Fahrstuhl auch nicht selber, bevor Sie einsteigen, sondern Sie gehen davon aus, dass das regelmäßig gemacht wird, auch entsprechend zertifiziert werden muss etc. Und sowas brauchen wir auch im Bereich der Datenverwendung, denn nur so aus Verantwortung der Datenverwender, die ja auch in Wirklichkeit den wirtschaftlichen Mehrwert herausziehen, aus Verantwortung entsteht Vertrauen.
eine europaweite Behörde und in der europäischen Datenschutzgrundverordnung, die nächstes Jahr in Kraft tritt, sind schon erste Schritte, erste Ankerpunkte für so eine Risikofolgenabschätzung und eine Verwendungsprozessoptimierung gemacht. Bitte. Ich habe schon schmunzelnd gewartet auf das Thema der bösen Daten und dass Daten also missbraucht werden können. Das ist so und so klar. Nur, ich kann auch der Idee, dass man dieses Datensharing, dieses progressive Datensharing oder dieses zwangsweise progressive Datensharing hat, finde ich auch nicht schlecht, das ist ein ganz kreativer Ansatz. Nur, wie wollen Sie das in Europa auch nur ansatzweise machen? Wir reden über nur personenbezogene Daten, ja? Weil nur da kann man ordentlich gerne Geld verdienen. So, da. Europa schafft es gerade, jegliche Datenwirtschaft abzudrehen mit einer Datenschutzgrundverordnung, die völlig verblödet ist. Gleichzeitig schießt man dann auch nach eine E-Privacy-Verordnung, die selbst das Telefonbuch verbieten würde. Ja? Nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Also Europa kastriert sich gerade, um es amerikanischen Konzernen zu überlassen, mit unseren persönlichen Daten umzugehen, weil Daten könnten ja böse sein. Und das System des Datensharings könnte dann ja auch nicht funktionieren in Europa, weil die dürfen die Daten gar nicht weitergeben, weil es sind ja personenbezogene Daten. Also wird es nicht gehen. Also viele, wir müssen da, glaube ich, ohne dass ich Ihnen widersprechen möchte, glaube ich, müssen wir uns im Klaren sein darüber, dass sehr viele Daten, aus denen diese Systeme lernen, nicht personenbezogene Daten sind oder auch anonymisierte Daten sind. Denken Sie an die Daten aus den Autos, aus denen die lernen. Da kann man ziemlich gut anonymisieren oder pseudonymisieren und trotzdem kann das System daraus lernen. Das heißt, das trifft auf Industrie 4.0 zu, das trifft zum Beispiel auf die Wettervorhersage mit den Lufthansa-Daten zu und auf viele andere Beispiele. Aber ich stimme Ihnen schon zu, dass die Datenschutzgrundverordnung und der Mythos der Zustimmung und der Mythos der informationellen Selbstbestimmung uns in Europa nicht hilft, Einsichten aus den Daten zu gewinnen, die nicht nur wirtschaftlichen Mehrwert generieren, sondern auch gemeinschaftlichen Mehrwert generieren. Wir können ja auch diese Daten nicht im Bereich der Medizin verwenden, im Bereich der Entwicklung besserer Diagnose- und Behandlungsmethoden oder im Bereich der Bildung entwickeln, wo wir so dringend brauchen würden. Hier hätte ich mir von der Datenschutzgrundverordnung mehr erwartet, aber die Datenschutzgrundverordnung ist ein bisschen nicht Fisch und nicht Fleisch, sie ist auf halber Strecke stehen geblieben. Trotzdem gibt es einen kleinen Schimmer der Hoffnung in der Datenschutzgrundverordnung, denn das Sammeln der Daten ist immer noch schwierig und ist schwieriger gemacht worden in der Datenschutzgrundverordnung. Aber das Wiederverwenden von Daten für neue Zwecke, das ein No-No war in der alten Datenschutzrichtlinie, wird, sobald man Statistik verwendet, und das ist maschinelles Lernen, in der neuen Datenschutzgrundverordnung dramatisch erleichtert. Also das heißt, wenn man einmal Daten hat, sie wieder zu verwenden für andere Zwecke, ist durch die Datenschutzgrundverordnung dramatisch erleichtert worden. Insofern könnte man jetzt sagen, Google hat sich durchgesetzt. Was total schwer ist, ist Daten zuerst einmal zu sammeln. Und hier würde ich hoffen, dass wir in Europa ein besseres Verständnis davon haben, dass Daten Einsichten in die Wirklichkeit bieten. Und da darf ich jetzt die Gelegenheit nutzen zu sagen, dass das am Schluss für mich schon eine Debatte ist, die auch in einen größeren Rahmen zu stellen ist. Und dieser größere Rahmen ist, wie gehen wir mit Entscheidungen um? Wollen wir Entscheidungen auf Daten, auf Informationen, auf Fakten, auf Tatsachen basieren lassen oder wollen wir Entscheidungen aus dem Bauchgefühl heraustreffen? Und wenn wir die Wirklichkeit besser verstehen wollen und davon abgeleitet bessere Entscheidungen treffen wollen, wenn wir also das, was Aufklärung in Europa seit 250 oder 300 Jahren macht, forttragen wollen, dann müssen wir auch, glaube ich, den Schritt gehen und die Daten, die wir zur Verfügung haben, stärker in die Pflicht nehmen und aus ihnen heraus stärker lernen. Wir haben noch drei Fragen. Herr Veit. Eine letzte Woche
in London auf einem Connected Car Summit und habe einiges dort gelernt. Als Vertreter der Old Economy, wir machen Gott sei Dank die Gehäuse für so Kameras und Sensoren, das ist ein Glück, habe ich dort gelernt, dass es sehr schwer ist, diese Daten zu bewerten. Und wir leben hier, und das habe ich also auch aus Ihrer, Sie haben einen sehr witzigen Beitrag gelernt, dass all diese wahnsinnig reichen Unternehmen, kann ich morgen können mit ihrem Geld, in einer sehr, in unserer Welt, in einer monetären Gefängnis. Manche sagen, man wird in Zukunft mit Daten zahlen können. Wird es einen Umweg geben über das Geld noch oder über die Bitcoin oder über irgendetwas anderes? Oder wird man wirklich mit Daten? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, wir tun können das heute Sie so schon. Ja, aber also, meine Studenten zahlen ja schon mit ihren Daten für ihr E-Mail-Account bei Google. Das ist eine nicht monetäre Transaktion. Das heißt, der Umweg über Währungen wird nicht mehr notwendig sein. Doch, das heißt nicht, dass wir ohne Geld auskommen, weil Geld eben eine ganz bestimmte Funktion hat, eine Funktion des Wertbewahrens und des Wertaufhaltens und des Vergleichens. Diese Funktion wird beim Geld weiter bleiben, ob das jetzt der Euro ist oder eine andere Währung, ist jetzt einmal irrelevant. Aber die informationelle Funktion wird geringer werden. Wir sehen das auch schon beim Risikokapital. Früher, wenn bekannte Risikokapitalunternehmen wie Sequoia oder so in ein Startup-Unternehmen investiert haben, dann war das für das Startup-Unternehmen die Signalwirkung, Sequoia investiert bei uns, viel wichtiger als das eigentliche Geld, das die bekommen haben. Weil das hat dem Markt gesagt, Sequoia glaubt an uns. Und im Moment ist es aber so, dass viele Startups in Silicon Valley Geld nehmen, nicht weil sie es brauchen, sondern weil sie es nachgeschmissen kriegen, weil sie es einfach kriegen. Weil Geld so günstig ist, nicht weil die ganzen Risikokapitalgeber viel Geld haben von Leuten, die sonst keine Rendite erwirtschaften. Und damit sind die flush with money, wie es so schön heißt. Und wenn Sequoia heute investiert in ein Startup, dann ist es nicht ein Zeichen, dass dieses Startup hervorragend ist, sondern dass nur Sequoia in den drei anderen Startups, wo sie investieren wollten, zu kurz gekommen sind. Und damit sinkt die Bedeutung dieser Signalwirkung. So, Sie haben jetzt auch schon sehr lange warten müssen. Ich kriege gerade. Danke. Auf Grundlage Ihres Buches, was würden Sie der neuen österreichischen Bundesregierung für Prioritäten und klare Empfehlungen jetzt mitgeben auf die Reise? Nicht die Noten wieder einführen in der Schule. Spaß beiseite. Ich glaube, dass, und das war gar nicht so ein Spaß jetzt mit den Noten, das war schon so ein Konnex zu dem Kreativen und Originellen. Ich würde der Bundesregierung raten, die digitale Veränderung ernst zu nehmen. Das, was ich Ihnen heute erzählt habe, das ist jetzt sozusagen Big Data auf den Markt heruntergebrochen. In den letzten 3 Jahren bin ich herumgelaufen und habe Big Data auf Entscheidungen in Unternehmen heruntergebrochen, etc., auf Entscheidungen, die wir täglich treffen. Jetzt ist es was die Daten für die Märkte und die Wirtschaftsinstitutionen tun. Da gibt es viel an Veränderung, da gibt es viel an Überwerfungen. Wie wird der Arbeitsmarkt darauf reagieren beispielsweise? In 30 amerikanischen Bundesstaaten ist LKW-Fahrer der meistverbreitetste Beruf. Wenn wir dort selbstfahrende LKWs haben, die einer der ersten Dinge sein werden, die es geben wird, weil das am einfachsten zu regeln ist, dann verlieren viele Menschen einen Arbeitsplatz. Jetzt kann man sagen, ja, die tun wir umschulen im AMS, aber die werden halt dann doch nicht über Nacht zum PHP-Programmierer werden. Also insofern gibt es Verwerfungen, Veränderungen, und ich glaube, diese Veränderungen ernst zu nehmen und zu sehen, was hier auf uns zukommt, ist die große Herausforderung der Politik. Aber die Politik scheitert ja schon an 100.000 Migrationsflüchtlingen. Und das ist in Wirklichkeit, übrigens, wenn Sie jetzt so sagen, ein Lerchalschaß gegenüber dem, was auf uns zukommt. Aber Sie raten dann eigentlich der Politik, sich rauszuhalten, weil sie es eh nicht kann, oder? Nein,
Nein, ich würde mir wünschen, dass die Politik auch manchmal zuhört und nicht nur uns die Welt erklärt. Aber ich weiß, wie schwierig das ist. Aber wenn Sie jetzt Ihnen zuhören würden. Entschuldigung, vor 20 Jahren habe ich an einem parteiübergreifenden Projekt mitgearbeitet. Da wollten wir das Internet ins Parlament bringen und den Parlamentarierinnen und Parlamentariern zeigen, was das Internet kann. Das waren alle Parteien dabei. Und das wurde an einem Tag festgelegt, wo die Clubobmänner gesagt haben, damals waren es Clubobmänner alle, gesagt haben, da sind alle Parlamentarier da und das haben wir am Vormittag 2 Stunden, da kommen alle. Und dann haben wir die Anmeldung gehabt, dann hat es genau eine einzige Anmeldung gegeben, den Herrn Mautner Markov, ein Liberaler. Weil der wollte wissen, was passiert. Und die Veranstaltung wurde abgesagt. Insofern kann ich also nur sagen, ich habe keine große Hoffnung, dass die Politik zuhört. Aber ich stehe bereit. Aber wenn, das war glaube ich die Frage, wenn ja. Sie jetzt sagt, sagen Sie uns 3 Punkte, die man machen müssen. Und Sie haben volles Durchrecht und die werden dann auch umgesetzt. Nein, nein, das gibt es ja nicht. Das nein, aber ja, stellen wir uns das einmal vor, dass man hört zu und sagt, na danke, und die 3 Empfehlungen sind es mal. Dann würde mein Fokus sein auf die Frage Wettbewerbssicherung im Markt. Das ist das, was wir mit Progressive Data Sharing Mandate gehabt haben. Im Übrigen, dazu gibt es bei der Europäischen Kommission ein Green Paper und Gedanken in diese Richtung, noch nicht so weit entwickelt, aber in diese Richtung, das ist also nicht so ganz absurd. Zweitens, ich würde mir überlegen, wie ich Vielfalt und Diversität in unserem Land sicherstellen kann, denn Vielfalt und Diversität ist genau das, was wir brauchen, an Ideen, an Vorstellungen, sonst haben wir diesen Einheitsbrei, der uns ein Problem macht. Und das Dritte, und das habe ich schon angesprochen, ist, ich würde einen absoluten Fokus auf Bildung geben, und zwar nicht auf das Heben irgendwelcher Niveaus, die also willkürlich festgelegt werden oder so, sondern ich würde den Fokus legen auf der Verbesserung und der Optimierung des Prozesses des Lernens. Weil wir in Wirklichkeit immer nur die Ergebnisse des Lernens abfragen. Das ist die PISA-Studie. Aber nicht versuchen, den Prozess des Lernens zu verbessern. Und heute sagen alle, die Harvard-Universität ist die beste Universität der Welt. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich war 10 Jahre Professor in Harvard, wir sind nicht die beste Universität der Welt. Das ist zwar eine super Universität, die unglaublichste Universität der Welt, aber das Erfolgsrezept, wie wir die besten Absolventen zusammenbringen, ist denkbar einfach. Wir nehmen die besten Bewerber auf. Und tun mit denen 4 Jahre nichts und hoffen, dass wir sie nicht verbildet haben. Das ist ja ein schönes Schlusswort. Es ist allerdings noch eine Frage vom Herrn Gernand. Mikrofon. Sie haben in Ihrem Vortrag erwähnt, dass Ihre Studenten sich keine Sorgen um das Aufsaugen von Daten. Sie haben das auch dann wiederholt. Ich nehme an, es sind nicht nur Undergraduates und Masters, sondern auch Doktoranden, also bis hinauf. Wir haben in Österreich, und Sie kennen ihn sicherlich besser als ich, den Max Schremp, der in etwa dieselben Generation auch angehören dürfte. Und er macht sich ja wahnsinnige Sorgen. Er hat ja ein Verfahren gegen Facebook angestrebt, hat wahrscheinlich viel Spott auch auf sich nehmen müssen. Aber wie kann man diese sehr unterschiedliche Sichtweise in einer gut gebildeten Generation erklären? Also dann, zum einen, meine Studentinnen und Studenten überlegen sehr genau, was sie auf Facebook posten und was sie auf Snapchat posten. Auf Facebook wird sozusagen presseaussendungsmäßig das gepostet, was die Eltern auch lesen sollen. Und auf Snapchat wird das Foto von gestern abends gepostet, das dann auch automatisch wieder, for all practical purposes, verschwindet. Der Max Schrems hat sich ja nicht für die junge Generation, die diese Werkzeuge ohnehin relativ geschickt auswählt, so ins Zeug gelegt, sondern für die ganze, für unsere Gemeinschaft an sich, für die Gesellschaft an sich ins Zeug gelegt. Also auch für jene, die vielleicht noch nichts von Snapchat gehört haben und dann entsprechend differenziert die einzelnen digitalen Werkzeuge verwenden. Aber das Spannende am Max Schrems, den wir übrigens in Oxford
noch, als er noch ganz unbekannt war, geehrt haben mit einem Internet Award auf meinen Wunsch und meinen Vorschlag hin. Der Max Schrems hat etwas gemacht, was typisch für die junge Generation ist. Er hat gesagt, Sohn, jetzt ist Schluss, jetzt möchte ich sägen, jetzt kämpfe ich gegen die Großen. Und das sollte uns eigentlich auch Mut und Optimismus geben. Da kommt jemand in der jungen Generation daher und sagt, dieser große Riesenkonzern Facebook, na das möchte ich sägen, wie mit der in die Knie zwingt. Und er, wenn man es jetzt salopp formuliert, scheißt sich nichts und hat Facebook trotzdem verklagt. Das ist doch spannend, dass die jungen Menschen auch vor diesen großen weißen Elefanten nicht so große Angst haben, wie manchmal wir in dieser Diskussion. Und das sollte uns doch ein großes Stück Hoffnung geben. Das heißt, dass auch Ihre Studenten gegenüber Facebook sehr misstrauisch sind? Nein, meine Studenten sind total dafür für Facebook. Sie verwenden Facebook als Presseaussendungsorgan an ihre Eltern. Ja, ja, aber dort stellen Sie auch nur die Daten hinein, von denen Sie überzeugt sind, dass sie sozusagen allgemein zugänglich und möglichst allen potenziellen Arbeitgebern zur Verfügung gestellt werden sollten. Was meine Studenten und Studentinnen machen, ist differenziert die Werkzeuge verwenden, je nachdem, wie sie glauben, wie die die Daten verwenden und welchen Gegenwert sie bekommen. Und was der Max Schrems gemacht hat, ist zu sagen, ganz unabhängig davon, wie ich mein Werkzeug verwende, will ich für meine Gemeinschaft durchfechten, dass die Großen nicht immer recht haben. Herr Professor, wir haben die 90 Minuten vorbei. Ich danke sehr für die spannenden Ausführungen. Es ist mir natürlich wieder etwas passiert, was mir nicht hätte passieren sollen. Ich habe mich vergessen zu bedanken, weil der Herr Professor ist ja nicht deshalb bei uns, weil er Pinzgau einem Pongau einen Gefallen tut. Weil die zwei Regionen sind ja viel weiter auseinander, als man auf der Landkarte glauben möchte. Sondern weil die Verena Nowotny von Geisberg ihn zu uns gebracht hat und hier die Vermittlung dankenswerterweise übernommen hat. Und ja. Da braucht man eine Linzerin, oder? Ja, das ist noch dazu. Da braucht man noch eine Oberösterreicherin für sowas. Das ist eigentlich genau. Völlig erwartet. Ja, ja, diplomatisch. So. Ja. Ich darf Sie nun bitten. Wir haben noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Es ist Self-Service, Selbstverantwortung auch am Buffet. Danke für den Besuch, für die spannenden Fragen. Und Sie werden noch eine Zeit da sein. Irgendwann müssen wir Sie dann führen, weil Sie noch zum Interview müssen. Vielen Dank und noch schönen Abend. Danke.